Disneyland Paris Attraktionen ohne Wartezeit. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video reden wir über Premier Access und Premier Access Ultimate. Das sind im Prinzip die Fastpass-Optionen für das Disneyland Paris. Und während des D23-Events hatte ich ja das Premier Access Ultimate und habe es getestet und durfte mal live sehen, wie es sich so handhabt und wie es sich so benutzt, und wollte das Video eigentlich vor Ort drehen, aber ich habe es leider zeitlich überhaupt nicht geschafft. Und dann dachte ich, mach es entspannt zu Hause. Ich habe ein paar Bildschirmaufnahmen für euch aus der App und führe euch erstmal so die verschiedenen Optionen. Wie gesagt, es gibt Premier Access und Premier Access Ultimate. Genau, ich erkläre beide Optionen und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit Premier Access. Um genau zu sein, muss ich Premier Access One sagen, denn wie der Name es schon sagt, ihr bekommt einmal die Möglichkeit, eine Attraktion zu fahren gegen einen Aufpreis. Also beide Optionen sind nicht kostenfrei. Früher, vor einigen Jahren, vor dem C, gab es Fastpass im Disneyland Paris, die man sich ziehen konnte, und die waren tatsächlich kostenlos. Ja, gibt es leider so nicht mehr. Jetzt muss man für alles Geld bezahlen. Und ja, im Premier Access One bekommt ihr für eine Attraktion während eines Zeitfensters Zutritt durch den Premier Access Eingang. Es gibt verschiedene Eingänge, und dann, ja, wenn ihr das dann gebucht habt, dann wird das da abgescannt. Und wie gesagt, es gibt fast keine Wartezeiten. Es kann natürlich immer wieder zu Wartezeiten kommen. Kommt natürlich auf die Attraktionen an. Und ja, Premier Access One jeweils einmal für eine Attraktion gültig, erhalten für den nächst verfügbaren Zutritt kürzere Wartezeiten. Also Disneyland Paris schreibt selbst kürzere Wartezeiten, sie sagen nicht keine Wartezeiten. Und das kann man direkt am Besuchstag über die Disneyland Paris App buchen. Und ja, ich zeige euch jetzt eine Bildschirmaufnahme und zeige euch die verschiedenen Preise. Die variieren natürlich. Es kommt darauf an, ob ihr zu Hochzeiten oder zu Peakzeiten oder zu eher Low Season fahrt. Je nachdem variieren die Preise. Beginnen ab 5 Euro pro Person pro Attraktion und gehen dann hoch. Ich glaube, das teuerste ist 18 oder 19 Euro. Wir schauen gleich mal, was mir die Disneyland Paris App sagt. Ich muss mich kurz nochmal einloggen. Wenn ihr euch dann auf der Disneyland Paris App eingeloggt habt, seht ihr oben links schon Disney Premier Access buchen. Da klickt ihr dann drauf. Ultimate kommen wir später zu. Wir schauen uns erstmal Premier Access One an. Das seht ihr dann hier. Und ihr seht, in welche Attraktionen Premier Access verfügen. Und auch direkt die Preise und wann der nächste verfügbare Zeitslot ist. Also ihr habt hier Indiana Jones, 7 Euro, Buzz Lightyear, 11 Euro, Orbitron, 5 Euro. Hyperspace Mountain sind wir schon bei 16, Status kostet auch 5, Big Thunder Mountain 16, Phantom Manor 7, Autopia 7, Peter Pan 16 Euro, und schauen wir nochmal in die Walt Disney Studios, da haben wir dann Flight Force für 14 Euro, Web Adventure für 16, Cars Road Trip für 5, also für Cars würde ich nie einen Fastpass kaufen, Tower of Terror 14, Ratatouille 14 und Crush sind wir bei 18 Euro. Also ihr seht, es variiert zwischen 5 und 18 Euro zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade schaue. Und ja, so funktioniert das dann. Ihr könnt dann jetzt mal auf Crush gehen, es dann im Prinzip kaufen. Und dann könnt ihr dann, ist es dann zu eurer Jahreskarte oder zu eurem Ticket verknüpft, weil wenn ihr es in der App hinterlegt habt. Und dann bezahlt ihr einfach bequem per Kreditkarte. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob es euch wert wäre, so viel Geld für einmal fahren auszugeben. Also wir, die ja jetzt relativ oft im Park sind, finde ich jetzt nicht lohnenswert, für 18 oder 14 Euro eine Attraktion so viel Geld auszugeben. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn Familien
oder Personen, die jetzt einmal im Jahr da sind oder wirklich nur ein einmaliges Erlebnis für das Ganze, für die nächsten Jahre sein wird und ihr nicht viel Zeit habt und natürlich viel in diese Zeit, die ihr da seid, packen wollt und euch das leisten könnt, kann ich natürlich verstehen, dass ihr das buchen möchtet. Es wird tatsächlich gut angenommen. Also ich glaube, so wie ich es gesehen habe, sie nutzen tatsächlich diese Premier Access viele Menschen. Vor allem bei Big Thunder Mountain, also bei beliebten Attraktionen, das sieht man auch am Preis, steigt dann der Preis oder wo die Kapazität gering ist, wie bei Crush Coaster, da sind die Preise relativ hoch und ja, aber zum Beispiel, also Peter Pan hat ja wirklich eine schlechte Kapazität, lange Wartezeiten und für Peter Pan so viel Geld auszugeben für eine 2,5-3-minütige Fahrt, also dann doch lieber für Big Thunder Mountain. Es gibt aber noch eine andere Option, da kommen wir gleich zu. Da habt ihr im Prinzip alle Attraktionen in einem. Das ist bei dem Premier Access Ultimate. Aber ja, das ist der Premier Access One. Habe ich jetzt direkt noch nicht probiert, aber das ist ja im Prinzip dasselbe System. Und wenn ihr das dann gebucht habt über euer Handy, geht ihr einfach zu den Eingängen. Und es ist ähnlich wie in Walt Disney World, aber ihr könnt nur euren QR-Code dann da reinschieben in das Gerät. Ich zeige euch auch ein Video. Und dann macht das dasselbe Geräusch wie in Walt Disney World und hat auch dasselbe Zeichen. Und dann wird es grün und dann dürft ihr durch. Und dann könnt ihr mit geringen Wartezeiten diese Attraktionen fahren. In Walt Disney World hatten wir ja Genie Plus und das kostet, glaube ich, aktuell 25 Euro pro Tag. Aber da muss man halt sich die Zeitslots buchen und wenn sie ausgebucht sind, dann sind sie ausgebucht. Finde ich aber tatsächlich ein besseres System als jetzt hier die Premier Access oder Premier Access Ultimate, was ja im Prinzip, ja, das Pendant ist auch nicht, weil es funktioniert tatsächlich anders. Aber ich fände Genie Plus in Disneyland Paris schon einfach besser, weil ja, es ist einfach günstiger und Premier Access oder Premier Access Ultimate, wo wir gleich zu kommen, ist einfach so unglaublich teuer. Also wir reden jetzt mal über Premier Access Ultimate. Mit Premier Access Ultimate bekommt ihr im Prinzip zu den ganzen Attraktionen, die wir vorhin schon mal gesehen haben, außer Orbitron. Das ist nämlich exkludiert, das verstehe ich auch nicht, aber ist exkludiert. Es gibt immer noch, ihr habt ja eben gesehen, man kann Orbitron buchen, aber nur für Premier Access One. Für Premier Access Ultimate ist es ausgeschlossen, weil wir haben auch vor Ort gefragt, und uns wurde gesagt, weil die Kapazität bei Orbitron so gering ist und wenn dann auch noch die Lightning, also die Lightning, ich sag jetzt mal Lightning Lane dazu kommt, dann ja, dauert es einfach noch länger. Premier Access Ultimate ist für alle Teilnehmer Attraktionen und ohne vorgegebenes Zeitfenster möglich. Also für alle Attraktionen außer Orbitron könnt ihr alle Attraktionen einmal pro Person fahren. Also jede Attraktion könnt ihr einmal fahren. Und kostet ab 90 Euro. Und das, wir kommen jetzt auf das Wort ab. Denn als ich im Park war, habe ich natürlich geguckt, was kostet, also während des D23-Events, was kostet der Premier Access Ultimate, damit ich das verrechnen kann in diesen Preis, den wir bezahlt haben, um damit ein besseres Fazit zu drehen. Ich habe geguckt, was es kostet. Und ja, für die Tage, wo ich da war, wo wir den Premier Access Ultimate hatten, hat es einfach 190 Euro gekostet. 190 Euro. Ja, man muss dazu sagen, als ich da war, waren natürlich Osterferien und der Park war relativ voll. Und ja, aber 190 Euro, also fast 200 Euro pro Tag für den Fastpass Premier Access Ultimate. Das ist eine Stange Geld. Ich habe da nochmal geguckt, also die 90 Euro habe ich nicht gesehen. Für die Woche drauf, unter der Woche, also Wochenende war irgendwie immer 190 Euro. Und die Woche drauf, da habe ich dann mal 160 Euro gesehen. Ich weiß nicht, wann es 90 ist. Also wenn es 90 Euro ist, wahrscheinlich braucht ihr den Pass dann auch gar nicht mehr, weil die Attraktionen, die Wartezeiten dann so gering sind, dass ihr auch diesen Pass nicht braucht und alles auch in der Zeit schaffen würdet. Also ich finde 190 einfach viel zu teuer. Aber wenn man natürlich, wie gesagt, nur einen Tag da ist und alles schaffen möchte, dann ist dieser Pass natürlich Gold wert und ist natürlich schon sehr komfortabel, diesen Pass zu haben. Ich habe ihn 2 Tage lang versucht zu nutzen. Da ich auch alle Attraktionen kenne, wie gesagt, habe ich ja vorher gesagt, wäre es für uns gar nicht so sinnvoll. Aber ich habe ja schon gesagt, für alle ausgewählten Attraktionen einmal gültig, stellen Sie sich an,
für schnellere Wartezeiten ohne vorgegebenes Zeitfenster an. Buchen Sie im Voraus oder an Ihrem Besuchstag, also den Premier Access Ultimate, kann man tatsächlich auch vorher schon buchen. Wenn man jetzt auch eine Pauschale hat als Hotelgast, kann man das auch direkt dazu buchen, dann hat man es schon. Der Premier Access One kann man nur am selben Tag vor, also nicht vor Ort, den hätte ich theoretisch auch buchen können, aber vor Ort für denselben Tag nur buchen. Premier Access Ultimate könnt ihr vorher schon zu eurer Pauschale hinzufügen. Ja, und ich habe ja eben schon eingeblendet, euch die Bildschirmaufnahme, die ich gemacht habe für den Premier Access, wo ich die Preise rausgesucht habe, Premier Access Ultimate. Wie gesagt, 190 Euro Peakzeit, ich weiß nicht, das müsste auch das Maximum sein, 160 und ja, Disneyland Paris sagt ab 90 Euro, aber wie gesagt, ich glaube, wenn 90 Euro das Premier Access Ultimate kostet, dann braucht ihr, glaube ich, auch keinen Fastpass für die Zeit. Ja, es ist natürlich teuer. Mit Tipps und Tricks könnt ihr natürlich diese Wartezeiten auch umgehen, die langen Wartezeiten, wenn ihr verschiedene Sachen beachtet. Wenn ihr zum Beispiel Hotelgast seid, nutzt auf jeden Fall die Extra Magic Hours. Da könnt ihr viele beliebte Attraktionen schon morgens fahren, ohne lange Wartezeiten. Peter Pan, Big Thunder Mountain, Fantasyland, ich glaube Dumbo hat auch schon offen, die Teetassen. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall Peter Pan und Big Thunder Mountain haben auf jeden Fall schon offen. Das könnt ihr in der Extra Magic Hours auf jeden Fall schon mitnehmen und habt da nicht so viele Wartezeit. Aber auch gegen Abend, so nach der Parade, so zwischen 20 und 23 Uhr, weil der Park hat ja auch immer jetzt bis 23 Uhr offen. Und viele Familien mit Kindern vor allem schaffen es gar nicht bis 23 Uhr bis zum Feuerwerk oder gehen zwischendurch tatsächlich ins Hotel und kommen dann fürs Feuerwerk wieder. Und das sind auch so Zeiten, wo die Wartezeit natürlich extrem runtergehen. Und da könnt ihr natürlich auch beliebte Attraktionen fahren. Crush Coaster ist leider eine Attraktion, die immer viele Wartezeiten hat, außer man rennt, wirklich rennt morgens direkt nach Parköffnung zu der Attraktion. Da hatte ich auch dann schon mal Wartezeiten von nur 10 Minuten. Oder das Hangarider haben wir damals auch benutzt, das war auch gut, aber direkt nur morgens. Im Laufe des Tages, Hangarider oder nicht, es ist immer voll. Also wenn ich es buchen würde, für eine würde ich mich für Crush Coaster entscheiden. Ich mag Crush Coaster, ich mag die Attraktion wirklich sehr. Und wenn ich mich entscheiden müsste für eine Attraktion, die ich bezahlen würde, die sonst, ja, vielleicht... Also die anderen Attraktionen kann man immer noch mal mit kürzeren Wartezeiten erleben. Crush Coaster ist eigentlich immer voll. Deswegen würde ich Premier Access One für Crush Coaster kaufen, wenn ich mich dafür entscheiden müsste. Wie gesagt, für die anderen Attraktionen Big Thunder Mountain super gut in der Mac, Extra Magic Hours, Hyperspace Mountain kann man auch gut mal abends fahren oder auch morgens direkt. Also morgens und abends sind so die Zeiten, wo es weniger los sein kann. Small World kommt tatsächlich jetzt auch dazu mit Premier Access. Das heißt, ja, It's a Small World, soweit ich mich erinnere, hatte It's a Small World auch nie die größten Wartezeiten. Also es ist so Kategorie, jetzt, ich will jetzt Small World mit Cars zu vergleichen, ist natürlich jetzt auch wie Tag und Nacht, aber Small World hat auch nicht viele Wartezeiten. Also wenn es hochkommt, mal vielleicht 20, 30 Minuten wirklich, wenn es hochkommt. Ansonsten kann man auch bei Small World manchmal 5 oder 10 Minuten durchlaufen. Also Premier Access würde ich da bei Small World auch, glaube ich, gar nicht kaufen wollen. Ja, das war so meine Meinung zum Premier Access, meine Erfahrungen und meine kurzen Tipps, wenn ihr Premier Access nicht kaufen wollt, weil euch das einfach zu teuer ist, was ich verstehen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem weitergeholfen, die kurze Erklärung und die Aufzeigung in der Disneyland Paris App. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir für das Video einen Daumen nach oben da lasst, das Video kommentiert, gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren hinterlasst. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.